Im Spitzenspiel der deutschen Eishockeyliga war Adler Mannheim am Abend zu Gast bei den Kölner Haien. Die Mannheimer in Blau gingen bereits in der 6. Spielminute mit 1:0 durch Richer in Führung. Der Ausgleichstreffer der Kölner erst im 2. Drittel, Bruno Zarillo, sein 7. Saisontor. Eine Minute später die erneute Führung für den Tabellenzweiten, Florian Keller mit dem 2:1. Kurz darauf Kölns Keeper Beppi Heiß. Kalt erwischt. Das 3:1 für die Adler. Auch dieser Spielstand nicht von langer Dauer. 31. Spielminute, Montgomery mit dem Anschlusstreffer für den KEC. Die Kölner glichen zu Beginn des letzten Durchganges durch Karnbeck noch aus und dann in der Verlängerung das Sudden-Death-Tor durch Jörg Meyer. Der Endstand also 4:3 für die Kölner Haie, die Rheinländer damit natürlich weiter auf Platz 1. Und hier die weiteren Ergebnisse vom 13. Spieltag der deutschen Eishockeyliga. Kassel-Frankfurt 2:2 nach Verlängerung, Ratingen-Krefeld 5:6, Nürnberg-Wedemark 2:3. In der Tabelle Köln weiter vor Mannheim und den Berlin Capitals. Und wir bleiben beim Thema. Das Trainerkarussell in der deutschen Eishockeyliga dreht sich ja schon recht heftig. Nürnberg, Düsseldorf und auch Ratingen haben schon einen Tausch an der Bande vorgenommen. Die Löwen aus Ratingen hoffen durch den Wechsel endlich wieder für den Gegner gefährlich zu werden. Für Bill Lockett kam der Schwede Dan Hober. Sven Kukulis beobachtete ihn beim ersten Einsatz gegen Krefeld. Dan Hober stieg als Nationaltrainer Dänemarks aus und wieder ein ins Clubgeschäft. Bei den Ratinger Löwen erwartet ihn eine ungewisse Zukunft. Ein bisschen gespannt bin ich schon, weil ich habe die Mannschaft nie spielen sehen und ich kenne auch die Gegner nicht, aber schauen wir. Beim Blick in die Kabine sah der Coach, der in der Schweiz, Schweden und Italien 4 Meistertitel errang, 2 bekannte Gesichter. Maurizio Catenacci, den er in Mailand betreute, und seinen Kapitän aus der Zeit in Berlin, Axel Kammerer. Dieser setzt große Hoffnungen in den neuen Trainer. Wir kennen Dan Hober schon sehr lange und ich bin sehr überzeugt von ihm. Ja, mal schauen, ob es klappt. Viel Spaß. Es hätte klappen müssen, aber der erhoffte Sieg blieb aus. Statt Konfetti-Parade eine kalte Dusche. Schon nach 28 Sekunden lagen die Löwen und damit Dan Hober mit 0:1 hinten. Zwar konnte sein hochmotivierter Schützling Axel Kammerer in der 6. Minute ausgleichen, doch die Ratinger jubelten nach mehrfacher Aufholjagd insgesamt nur 5-mal, die Krefelder 6-mal. Hier das 6. Tor durch Danton Cole. Auf Dan Hober wartet am Sandbach noch viel Arbeit.